für die Schiffe! Hände hoch umdrehen! Hände hoch! Hoch! Ja! Geiles Tattoo! Geiles Tattoo! Bist du ein Actionstar? Leider nicht. Zu uns ins Dorf, da kommt der Schwarzenegger nicht so oft. Was ist ein Schwarzenegger? Der Schwarzenegger ist ein Actionstar vom Film. Lustig, meine Mutter ist öfters mal beim Film und macht dafür immer so Castings. Und wie kommt man zu diesen Castings? Also ich glaube, dafür braucht man eine Agentur und man kann im Internet nachschauen. Ah, geile Idee. Können wir meine Kanone gegen deine Cappy tauschen? Bitte, bitte. Ah, ja, klar. Die könntest du zum Film brauchen. Oh, geil. Mhm. Gehst du ins Wasser? Ja, ich hab's vor. Na, zeig mal. Und was gibt's Feines zu essen heute? Ja, Schweinsohren natürlich mit gegrilltem Ziegenherz. Mm. Und dein Tag? Fast so. Ja, na super. Sag's den Kindern bitte kurz Bescheid, dass es gleich Essen gibt. Alles klar, komm, euch. Danke. Kinder, Essen. Hi, Pops. Hi, Pops. Sag mal, kannst du mir wieder was googeln? Logo, was brauchst du? Eine neue Boxhandschuhe? Nee, kannst du mir mal Filmcasting in der Nähe googeln? Filmcasting? Willst du einen Film, Babs? Hm. Als neuer Tatort-Kommissar. Da, für einen Actionfilm. Echt? Puh. In der Musikschule von Starnberg. Und wann ist das? Moment. Schon in 2 Wochen. Oh, aber da jemanden wie mich nehmen? Doch, auch für Quereinsteiger steht da. Geh da hin, Papst. Ja. Komm schon. Ich weiß nicht. Lass uns erstmal Schweinsohren lutschen. Die war doch gar nicht schlecht. Du meinst, das reicht? Gar nicht schlecht. Du meinst, das ist mein Anspruch? Gar nicht schlecht. Ich meine ja nur. Was meinst du? Du meinst, ein Film mit Action kann mittelmäßige Schauspieler vertragen? Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte den Eindruck, die hat uns hier echt alles gegeben. Die hat sich voll reingehängt. Die hat sich wirklich wahnsinnig bemüht. Uli, was ist bloß mit dir? Ich weiß, du bist nur Casterin. Aber das müsste selbst dir klar sein. Dass das nicht reicht. Bemühung. Bemühung ist die kleine Schwester von Scheiße. Charmant. Nur Casterin. Danke, Rainer. Manchmal frage ich mich echt, warum ich mir das antue hier. In Entscheidungsprozesse werde ich sowieso nicht einbezogen. Und es geht nie darum, auch einfach mal was Neues zu probieren. Sich einfach, verdammt nochmal, auch was zu trauen. Ich sehe immer nur die gleichen altbekannten Gesichter. Weißt du was? Das langweilt mich. Was ist mit dir los? Entspann dich. Aber es stimmt doch.
Es bekommen immer nur dieselben Chancen. Was nimmst du diese Hungerleider so in Schutz? Komm, jetzt sei nicht beleidigt. Hier bist du. Wow. Der große Rainer Passwind. Regisseur von Gnaden. Geliebt und gefürchtet. Ein Witz, wenn du mich fragst. Ein Casting auf dem Lande. Ein Hinterwäldler bist du. Ein mieser Blender. Und? Hat er dich auch schon angemacht und dir die große Rolle versprochen? Klischee-mäßiger geht's nicht mehr, oder? Gott, du bist so peinlich. Ey, lockst die Damen in ein Castingstübchen und dann ab aufs Castingkreuzchen. Und jetzt? Und jetzt den Mund nicht aufbekommen. Du Armer. Ruf mich nie wieder an, hörst du? Nie wieder. Was war das? Ach so. Gut, das war verdammt gut. Danke, das freut mich. Nicht so übertrieben? Nein, gar nicht. Das passt gut. Wir müssen jetzt nur überlegen, ob es in unser Konzept passt. Wir melden uns dann. Alles klar, verstehe. Hat mich gefreut, dass ich da sein durfte. Ich bringe sie dann raus. Hey. Und? Sind die nett da drin? Bitte? Na, beim Casting. Wieso interessiert dich das? Ich bin gleich dran. Bei was? Na, beim Casting. Du? Ja, klar. Und welche Rolle? Ja, der Arnie-Typ. Ah, der junge Schwarzenegger. Bist du Schauspieler? Ja, naja. Kann ich dich mal was fragen? Ich weiß nicht so recht. Soll ich da drin so volle Pulle, volle Röhre oder eher so dezent? Du hast doch das Buch gelesen. Ja, also ich würde sagen volle Röhre. Wie heißt du? Manni. Manni. Ja, Manni, gib einfach alles. Das kommt bestimmt super an. Hau rein, Anni. Manni. Danke. Total nett. Entschuldigung, die sind nicht echt. Ist mir schon klar, dass sie nicht echt ist, du Idiot. Ja,
Ich glaube nicht, dass du jetzt von uns kennen. Four Rocks? Der Bruder von dem Mafia-Typen? Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Folge 8. Warst du richtig, richtig gut drin. Danke, Mann. Freut mich. Allerdings waren es halt einfach wieder nur 2 Drehtage. 2? Ja, geil. Geil? Dicker. Nach Abzug der Steuer bleibt dir einfach nichts von der Kohle. Okay? Und dann? Kommt noch meine Agentin dazu. Agentin? Ja, cool. Hast du keine? Nee. Bin Quereinsteiger. Ja, und? Aber ich bin im Recall. Du? Recall? Mhm. Mika? Mika, den hier? Ja, sorry, ich komm gleich. Okay. Bis dann. Bro. Recon. Bro, viel Glück, Bro. Danke, danke. Bro! Ja, servus, Schatz. Wo bleibst denn, hä? Hi. Warst du beim Casting, Paps? Bist du jetzt der neue Rambo? Bra! Ja. Wird nicht verraten. Mhm. Das Bier. Ja, freilich. Übrigens. Der schwarze Anzug für die Beerdigungen, den brauche ich morgen. Warum? Ist wer gestorben? Zweite Runde Recall. Mehr sage ich nicht. Jetzt isst erst einmal was und dann schauen wir weiter. Okay? Genau. Papa wird der neue Rocky. Bam! Bam! Hey. Klappst es? Wie viele kommen heute eigentlich? Steht auf der Liste. Tiefer. Was? Das Schild. Ach so. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommst gleich rein. Geht gleich los. Danke. Bitte. Und? Habt schon geschnackselt? Ja. Aber einen Kaffee haben wir getrunken und geredet. Einen Kaffee habt ihr getrunken und geredet. Mein Lieb. Und danach bist du auf die Alm und hast ihm noch ein Blärmal gepflückt. Aber er hat mir jetzt schon viel erzählt. Und ich habe das Gefühl, dass er sich langsam entspannt. Langsam. Elisabeth, langsam. Das ist genau das Problem. Wir haben keine Zeit für langsam. Es tut mir so leid. Ich kann das nicht. Shh. Ich brauche Resultate. Der Deal ist in 2 Tagen. Und bis dahin. Gebe ich Gas. Ja, genau. Elisabeth. Du bist der Ferrari, aber du verhältst dich wie ein Ant mit Motorschauen. Verstehst du das? Näher ran, du willst, du musst sie überzeugen. Okay, von vorne.
Nein, pick up. Letzter Satz. Elisabeth, du bist der Ferrari, aber du verheulst die Vianten mit Motorschorn. Verstehst du dies? Besser, viel besser. Aber wie soll ich denn je ein Ferrari werden? Wenn ich mich fui wie ein Ant mit Motorschaden. Der Typ hat eine Knarre. Seine Frau liegt am Pool. Und die soll mir einfach auf ihrem werfen und schnackseln. Naja, also schon mit Esprit. Aber alles in allem, der Fuß aufs Gas und los. Jetzt habe ich einen Hänger. Kannst du das nochmal mit dem Schnackseln und so? Und ich soll mir einfach auf ihrem werfen und schnackseln. Naja, also schon mit Esprit. Aber alles in allem, ja, Fuß aufs Gas und los. Es gibt keine anderen Optionen. Das ist ein Millionendeal und den versaust du mir nicht. Hast du das verstanden? Ist das okay, Ma? Sag das nicht. Hast du das verstanden? Ist das okay, Ma? Ist okay, Ma. Danke. Hier schon wieder. Du? Du? War ein geiler Typ mit dem Casting. Bist du jetzt ein Actionstar oder gehst du auf eine Beerdigung? Nee, aber ich bin in der zweiten Runde. In der Musikschule drüben. Ah, die kenne ich. Und meine Mama macht auch immer Runden. Immer Runden. Und in der letzten klappt es manchmal. Bei mir müsste es auch mal klappen. Einmal. Damit jeder weiß, was in mir steckt. Das schaffst du, viel Glück. Genau, das schaffst du. Also, adios, amigos. Bro, du? Ich hab gehört, du bist auch im Recall. Yes. Geil. Na dann. Let's go. Recall? Haben sie dich genommen? Nee, die lassen mal wieder nichts raus. Oh je, das kenne ich. Mika Demir, Manni Müller. Komm, wir sind dabei. Ihr könnt jetzt rein. Jemand.
man sollte diese Stadt hier ausmisten. Ich sagte, jemand sollte diese Stadt hier ausmisten. Weil es einfach ein Haufen Scheiße ist. Und ich bekomme Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn ich spazieren gehe und mir diesen Haufen Scheiße anschauen muss. Und dieser Kopfschmerz wird jedes Mal stärker. Ich habe deine Idee. Der Bürgermeister soll die Stadt abfackeln. Gute Idee. Und der See wird zubetoniert, damit diese scheiß Touristen ihre scheiß Sonnencreme in ihren scheiß Hintern schmieren können. Diesen Deal. Wir werden ihn verhindern. Ich knall sie einfach ab. Diese Bitch. Und ich nehme mir diese Topfblume vor und reiße ihr einfach den Schopf heraus. Danke. Gezeigt, was du wirklich kannst? Bist du mal wieder am Boden? Am Boden zerstört? Und denkst, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nie was sein? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Die können mich alle mal. Mann, Mann, Mann. Das hätte ich nie gedacht. Das war... Ja, krass. Krass. Wer? Na du, da setzt man dich einmal außerhalb deiner Position als Casterin ein. Aus einer Not, weil... Du, da kannst du aber jetzt wirklich nicht die Welt verlangen. Ich war ja nur Anspielpartnerin und es ging um sie. Und sie war doch gut, oder? Ja, sie war sehr gut. Und ich finde auch dieses Bayerisch heute eine richtig gute Erweiterung. Yes. Aber das meine ich nicht. Hm? Mann, Uli, du stehst mal wieder dermaßen auf dem Schlauch. Wieso weiß ich das nicht? Was, Rainer? Was? Na, du kannst spielen. Echt? Ja, echt.
Du warst schon mal auf einer Schauspielschule, oder? Ja, ein Jahr. Dann bin ich rausgeflogen. Weißt du, eigentlich würde ich so gerne... Ich wollte mich nur kurz verabschieden und fragen... Don't call us. We call you. Ich weiß schon. Hey, ist alles klar bei dir? Ja, klar. Muss ja. Nee, muss nicht. Muss wohl. Wenn man am Boden ist, dann schert sich in dieser Branche keine Sau um dich. Da hast du recht, ja. Ich muss auf Knopfdruck weinen, lachen, schreien, jammern. Aber bitte nur vor der Kamera. Sonst keine Gefühle. Tja. Eine Hassliebe. Man kann einfach nicht anders. Und am Ende bekommst du den Taxifahrer mit 3 Sätzen. Und danach gehst du wieder kellnern. Was ist denn hier für eine Trauerplusstimmung? Ich sag nur, don't call us. Leute, das ist das Spiel. Und das wisst ihr. Ja, natürlich wissen wir das. Aber immer dieses Abwarten, immer dieses Abhängigsein, dieses Hoffen, das ist einfach... Unerträglich? Wisst ihr, was für mich unerträglich ist, für unsere Seite? Wie viel Geld, wie viel Verantwortung auf unserer Seite herrscht? Wie viel Konkurrenzkampf, wie viel Druck, immer abzuliefern und ein Highlight nach dem anderen produzieren zu müssen? Ja, stimmt schon. Jeder Mensch hat halt immer nur seine eigene Misere vor Augen. Kommt, jetzt steht doch mal auf, denkt an eure Ausbildung. Ihr seid Schauspieler, ihr habt so viele Möglichkeiten, euch auszudrücken. Los jetzt, kommt. Wie habt ihr gelernt? So, jetzt macht mal mit. So, und jetzt macht euch bereit für die letzte Challenge. Letzte Challenge? Yes. Ein E-Casting. Abgabe im Dezember. Was? Super. Cool. Okay. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live. Jetzt endlich mal eine Chance. Ich leg jetzt los. Hallo Lieben. Ich versuch's jetzt einfach mal. Was andere sagen, ist egal. Ich spreche ihn heute einfach an. Und was er sagt, das sehe ich dann. Ich bin bereit. Heute startet meine Zeit. Na, 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 na. Hallo Leben! Da 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 da. Manni, was machst du denn hier? Ich wollte gerade gehen, aber die Tür war offen. Ey, das ist ja toll, was du machst. Nee, ich hab doch nur so ein bisschen rumgeblödelt. Aber ich dachte, du bist die Casterin hier. Klar, bin ich auch. Aber so wie du im wahren Leben ja eigentlich auch was ganz anderes machst, wäre ich eigentlich verdammt gern, ich wäre eigentlich gerne Schauspielerin. Ja, geil. Dann kannst du ja hier mitspielen. Das wäre ein Traum. Aber Träume sind da, um wahr zu werden. Schau mich an.
Aber ich habe kaum Dreherfahrung und ich habe auch gar keine richtige Ausbildung. Aber der Jürgen Vogel hatte auch keine Ausbildung. Und wenn es nach mir ginge, würdest du hier engagiert. Du hast so eine tolle Ausstrahlung. Dann sag das mal dem Regisseur. Brauchst du nicht. Ich habe ein bisschen gelauscht. Entschuldigung. Das war wirklich gut. Macht es aber spannend hier. Ich meine, kriegt man hier die Rolle oder kriegt man sie hier nicht? Ich bin ja nicht vom Fach, aber das ist doch schon ganz schön krass hier. Manni, das ist leider so. Das gehört dazu. Und ich fürchte, du wirst heute auch noch nicht Bescheid kriegen, wie es weitergeht. Doch. Es gibt noch eine letzte Challenge. Du bist dabei. Ich bin dabei? Und was ist mit mir? Mach das E-Casting, dann schaut's gar nicht so schlecht aus. Schaut's gar nicht so schlecht aus? Danke. Schaut gar nicht so schlecht aus. Ich bin in der dritten Runde! Ich bin der King! Ich glaube, von dem sollten wir uns mal eine Scheibe abschneiden. Ja, da hast du recht. It's more like love on Joe Black Music, Joe Black Music. It's Joe Black on the beat. See, every day na celebration. For some people na jubilation. For a party na tribulation to God. For a brand new section. What is your prayer, my brother? What is your prayer, my sister? Euer King ist da. Servus. Servus. Hey, übrigens, das ist der Bro, den habe ich beim Casting kennengelernt. Und das ist ein echter Actionstar. Setz dich, Bro. Yo. Yo. Hi. Magst du ein Bier? Kathi, kannst du uns ein Wasser. Bier bringen? Ein Wasser kriegt sie jetzt mal, gell? Und du bist jetzt der King, oder was? Ja klar, der Papst ist ja schon durch die zweite Runde. Aha. Hey, du bist doch aus Four Rocks, oder? Das heißt, ihr beide auch schon Fans. Also ich kenne dich nicht, gell? Und ich weiß auch nicht, was der ganze Blödsinn da soll. Bro, oder wie du auch immer heißt. Mein Mann hat kurz Zeit für so einen Schwan. Wir müssen einen Kredit abzahlen fürs Haus, ja? Die Kinder wollen in 5 Sportvereine gleichzeitig. Und ich würde auch gerne mal wieder in Urlaub. Oder nicht? Hm? Aber ja, Schatz. Schau, wenn ich die Rolle bekomme, dann fliegen wir sofort nach Kalifornien. Long Beach. Hm. Da, wo der Ani immer... mit seinen Kindern Urlaub machen. Bro, ganz ruhig. Zuerst machen wir erstmal das E-Casting, okay? E-Casting? Also seid ihr jetzt komplett bescheuert, oder was? Mama, E-Casting machen doch alle heutzutage. Ah. Einfach sich selber mit dem Handy filmen, abschicken, easy. Ich kann es gleich hier machen. Warte, Sir. Ich habe eine Idee. Wir haben doch das Kanu bei den Jagerbocken. Und da können doch der Bro und ich eine geile Verfolgungsszene machen. Oh, da wirst du schauen. Ja, ich habe sogar noch 3 Rauchbomben. Die kann ich dann anzünden. Das sind meine Rauchbomben. Die hast du. Moment mal. Spinnst hier ein bisschen? Und du bist schuld? Ich? Ja, freilich. Ich habe mich doch auch nur angemeldet beim Casting. Manni ist so angetan von der ganzen Sache. Und steckt jetzt den ganzen Tisch mit an. Mama, du bist so eine Spielverderberin. Genau, einmal macht Papa was super Geiles und dann... Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja,
Oh, Schatz, wenn du das wirklich willst. Ja, Lukas. Schau, und wenn ich die Rolle bekomme, dann können wir alle Kredite fürs Haus auf einmal abzahlen. Und dann fahren wir alle zusammen nach Malibu in Urlaub. Und alles wird gut. Alles. Bro. Ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt, okay? Bevor es dunkel wird draußen. Okay? Hollywood nämlich. Da, wo du immer hin bist, ist ein weiter Weg. Okay. Ganz weit. How to dream, a singer, when nobody's listening, you're an optimist, you think that everything works out, you're a rising sun, setting fire to the clouds, you will be the soundtrack of my soul. Bro, ja. Ab jetzt zur Jagerbrücken, das musst du alleine zurechtkommen. Ja, ja, jetzt. Hast du nur gezweifelt? Ein bisschen, oder? Ja, ja. Geht's? Ach, gefährlich. Du Bro, der Plan ist, ich bin jetzt drüben beim Jägerstand und dann werde ich mich abseilen und Sir, hast du deine Rauchbombe bereit? Klar. Und dann, ja Bro, dann kommst du mit dem Kanu, ich springe auf die Jägerbrücke und dann seile ich mich ins Kanu. Du springst ins Boot? Bro, du weißt schon, der Fluss ist richtig kalt. Okay, das Wasser ist richtig kalt. Also pass auf, was du machst. Kein Spaß jetzt. Ist dir bewusst, oder? Ich denke, dass wir hier mehr als unser Leben riskieren. Okay, alles klar. So, ja? Bist du bereit mit der Rauchbombe? Klar. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Okay, Bro. Okay. Hunde, nicht. Komm deine Bro. Dein Fuß runter. Komm. Ja, ich hänge. Ja. Sauber. Geil, oder? Ja, ja. Ich hab alles drauf. Ja? Alles drauf. War gut, oder? Ja, mega. Da wird der Regisseur zufrieden sein. Ja, sicher. Okay. Ja, wo soll ich jetzt drauf drücken? Da? Ja. Bro, komm schon! Mach sie fertig! Oh, ist richtig gut! Ist mega! Die Hunde weg, Mann! Komm schon! Und das kann man den Regisseur schicken, oder? Ja, natürlich schickt man es den. Freilich! Ja, und ich könnte es auch auf TikTok hochladen. Voll! Mach die Hunde weg, Mann!
Aber keine Zunge. Nur andeuten. Mhm. Hast du dir die Zähne geputzt und der Sodol angeschmissen? Hast du dich rasiert? Bitte? Spaß. Okay. Witzbold. Ready? 3, 2, 1 und let's go. Baby. Nur noch dieser eine Deal. Okay? Wir haben doch schon genug Deals durchgezogen. Baby, nach diesem Deal müssen wir nie wieder arbeiten. Aua! Romantischer! Und an dieser Stelle musst du mich küssen. Hab ich doch versucht. Ohne Zunge. Du und deine Zungenphobie. Aber sag mal, an deine Möpse darf ich, oder? Ey, Vages, dann lang ich dir an deine Eier, aber richtig. Oh, okay. Nochmal von vorne, letzter Satz. Okay. Ja. Bereit? 3, 2, 1. Aber nach diesem Deal müssen wir zwei nie wieder arbeiten. Ich glaube, es sollte reichen für einen, oder? Ja. Mach's Licht aus. So cool, dass du das mit dem Studio hingekriegt hast. Wann können wir denn da rein? Morgen. Schön. Dann frage ich den Gitarristen, ob er gleich morgen Zeit hat. Okay, und ich kümmere mich um den Drummer. Ready? Sweet dreams till sunbeams find you. Entschuldige. Sweet dreams till sunbeams. Nochmal. Und. Dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Danke, Uli. Hoffentlich kommt bald der Drummer. Bestellt habe ich ihn ja. Ja, der kommt bestimmt, der kommt bestimmt. Vielleicht machen wir kurz eine Pause vorher und trinken was, Kaffee oder so. Gut, komm Uli, das machen wir. Mit Milch und 2 Stück Zucker, wie du ihn magst. Danke, Schatz. Du bist echt ein Talent. Aus dir wird noch ein richtiger Schlagerstar. Einfach top. Schlagerstar? Ich dachte, wir gehen eher in Richtung Janis Joplin. Alles, was du willst. Wer kommt eigentlich heute Abend zu der Ankündigung? Zugesagt haben die üblichen Verdächtigen, die es auch am meisten wollten. Lass mich raten. Also Manni und sein Bro, der Mika. Und natürlich Antonia. Richtig. Auch wenn es mit dem Film jetzt nicht klappt, mit denen möchte ich auf jeden Fall mal was machen. Das hätten sie auch echt verdient. Mann, die haben sich so reingehängt mit den E-Castings. Ja, das ist ein Jammer. Oh. Und du musst dir eine Runde ausgeben. Klar. Komm.
Jetzt sing noch eine Runde und dann nehmen wir es auf mit dem Drummer. Ich bin so aufgeregt. Eine eigene Single. Danke, Rainer. Komm. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Bist du Manny? Mhm. Ich bin der George. Hi. Hi. Magst du ein Bier? Ja, gerne. Bitte. Ich warte auf meinen Regisseur, Director. Ich spiele ein Action-Movie in Hollywood. Hm. Wow, not bad, nicht schlecht. Enjoy your beer, Rambo. Nee, wenn dann Schwarzenegger. Prost! Prost! Ja, genau, etwas. Hier, oder wie? Ja, 5 Bier lang. Und mein neuer Freund George versagt mich gut. Wir haben gerade darüber geredet, wo wir vielleicht drehen werden. Ich tippe auf Malibu. Also, ich habe noch nicht mal eine Zusage. Nein. Ist das hier ein Musikstudio? Keine Ahnung, du. Sieht irgendwie so aus. Dankeschön. Danke. Prost. 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 Boah, der Regisseur. Komm. Hey. Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Hi. Hallo. Hi. Leute, das habt ihr wirklich toll gemacht. Die Castings. Und auch die E-Castings. Kompliment. Und naja, normalerweise mache ich sowas nicht persönlich, aber die Uli meinte, das kann ich nicht machen mit euch. Was meinst du? Der Film kriegt erst einmal keine Förderung, kann also nicht finanziert werden. Erst einmal. Kann aber noch kommen. Und Rainer arbeitet da wirklich hart dran. Tut mir echt leid für uns alle. Hey, ist einfach so krass, ganz ehrlich. Du kannst dich in diesem Business auf niemanden verlassen. Wahnsinn. Und wieso treffen wir uns? Hier? Unsere Uli hat verborgene Talente. Wer weiß, vielleicht schaffen wir einen Nummer-1-Hit. Naja, wir nehmen jetzt erstmal nur eine Single auf und dann sehen wir weiter. Ach, und dann gebe ich noch eine Runde aus für die tollen E-Castings. Hier, George, hast du 50 Euro. Hey, sag mal, willst du uns eigentlich verarschen? Hä? Erst verspricht er uns Hollywood und dann ist es... Hey, Bro, hör mal auf mit dem Scheiß. Was ist denn los mit dir? Das ist doch normal, Manny. Jeder muss schauen, wo er bleibt in dem harten Business. Aber Bro, bist du jetzt auch auf seiner Seite? Bro, es hat doch damit nichts zu tun, Mann. Er kann doch nichts dafür. Der Regisseur hat doch nichts mit irgendwelchen Finanzen von irgendwelchen Projekten zu tun. Außerdem, Bro, du hast doch alles, Mann. Du hast eine Frau. Du hast einen Job, du hast Geld.
Was willst du denn, Mann? Aber ich dachte, dass wir beide nach Malibu fliegen und mit Arne ein Bier trinken und alles. Und aber nicht das hier. Bro, shit happens, okay? Es tut mir leid, Mann. Am besten gehst du deinen Weg und ich gehe meinen. Okay? Und du, Rainer, sauf du dein Bier am besten alleine. Antonia, wir gehen. Ja. Es tut mir so leid. Es ist manchmal einfach... Passt, Uli. Ich wünsche dir viel Liebe und Erfolg. Auch mit dem. Danke. Komm, Uli. Das Taxi wartet. Servus, Manni. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Nichts für ungut. George, hast du auch ein richtiges Bier? Wir haben 50 Euro. Ja. Hey, lass uns einfach besaufen. Keine. Money, don't worry. Every day there is always a new song and a new chance. Out for this. Thanks, George. Da 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 da. Suchst du was? Aus Versehen. Ja, das ist doch da. Brauchst du ein oder zwei Tabletten? Na, besser drei. Weil? 12 halbe. Bitte? Naja, waren 5 alkoholfrei dabei. Jetzt setz dich erst mal her. Verzähl mal, wie war's denn? Bist du dabei? Hm. Magst du einen Kaffee? Mhm. Nein, das hat nicht funktioniert. Der Film ist nicht finanzierbar, hat der Regisseur gesagt. Und er macht jetzt mit der Casterin rum. Und der Bro? Der Bro. Egal. Ja, mei, ich hab's dir gesagt, gell? Aber wurscht, du probierst es einfach nochmal. Hm? Ich weiß nicht. Ich meine, Dani und der Silvester und... Stevie, die haben halt nie wie ich im Amt gearbeitet. Und der Clint Eastwood, der hätte sich doch totgelacht über mich. Okay, das weißt du doch überhaupt nicht. Und der Clinty, der ist übrigens schon über 90. Ja? Und der Arnie und der Stallone, die sind über 70. Die ganze Jugendverheizung kennen die gar nicht mehr. Aber, was ich da sagen kann, unsere Kinder. Die haben dein E-Casting echt gefeiert. Ja. Und haben gesagt, dass du jetzt ein TikTok-Star bist. Hm. Nein. Ja, der Bro hat auch gemeint, dass ich eigentlich alles hätte. Und wie Familie und Job und Haus und. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Eben. So wie er.
Und jetzt denk mal an My Marilyn Monroe. Ja? Die hat 3 Ehen gehabt und 6 Fehlgeburten. Und mit 36 ist gestorben. Ich glaube, du möchtest nicht mit der tauschen, oder? Ja, also ich denke oft dran, wie sie für den Regisseur ausgenommen worden ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Hey, es war halt ein schöner Traum. Mhm. Aber nach Malibu geht's trotzdem. Ich hab dir doch gerade gesagt. Ich hab nämlich für uns 4 2 Wochen Trancas Beach gebucht. Ein Strandhaus. Trancas Beach? Mhm. Da, wo der Stevie genau seine letzten 3 Monate hat ein Lotto gewonnen. Nein, aber was, Manni? Manche Träume soll man halt einfach wahr werden lassen. Hände hoch. Ganz langsam umdrehen. Ah, du Schwammegger! Herr Schwammegger, bis jetzt endlich schmeckt es da. Leider nicht. Hat nicht geklappt. Das tut mir leid. Das passiert meiner Mutter auch oft. Ah, da kommst du gerade. Hey! Mama, das ist der Schwammegger. Ich habe schon so viel von dir gehört. Tja, das sind meine Jungs. Wollen wir vielleicht du sagen? Ja, ich bin der Manni. Bist du eine echte Schauspielerin? Kann man so sagen. Aber ich mache auch viele andere Sachen. Wie war eigentlich dein Casting? Hat das geklappt? Ach, leider nicht. Es sah gar nicht so schlecht aus am Anfang. Gar nicht so schlecht aus. Aber dann ist der Film nicht finanziert worden und der Regisseur hat mit der Casterin Musik gemacht oder andere Sachen. Das kenne ich. Das ist so eine schwierige Branche. Aber weißt du was? Wenn du Lust hast, einfach so mal in einem Film mitzumachen, ohne Gage, dann wüsste ich da jemanden. Mhm. Der macht richtig gute Filme. Also gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Ja, nicht schlecht. Ja, da würde ich gerne mitmachen. Ich treffe den nächste Woche und frage ich ihn mal. Und dann schauen wir mal, ob es klappt. Mal schauen, Schwanneger. Was schaffst du? Hey. Klasse. Ja, können wir wieder meine Köpfe gegen deine Kanonen kommen? Ja, klar. Danke. Stars shining bright above you. Wir sehen uns, Manni. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night in night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever there be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this.
dreams, the sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me.